Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Nee, guten Morgen nicht bei euch und nicht bei mir. Es ist schon 14 Uhr. Der Morgen verflog jetzt irgendwie so. André hat frei, dann haben wir eh nie Struktur. Haben lang gefrühstückt, spät gefrühstückt, mit den Kindern gespielt. André war schon mit mir am See. Jetzt grillen wir gerade zum Mittagessen, zum späten Mittagessen, weil wir uns dann am See verabredet haben. Wir gehen gleich an einen Baggersee mit den Kindern und mit Marina und Chris. Und danach vielleicht in einen Biergarten, also mal schauen. Wir sind schon so mitten im Tag drin und irgendwie, ja, habe ich es noch nicht geschafft, die Kamera in die Hand zu nehmen, weil der kleine Ben echt zahnt. Der lässt sich nicht ablegen, ist die ganze Zeit am Quengeln, nüsselt. Deswegen ist es heute nicht so einfach mit dem Vloggen und ich fange ein bisschen später an. So, jetzt hat es der kleine Süße endlich geschafft einzuschlafen. Der hat so gekämpft jetzt. Er ist so nervig, ne, weil ich glaube, das ist einfach... dass die Zähne in den Kiefer einschießen, weil man sieht noch gar nichts am Zahnfleisch. Und mir haben viele geschrieben, dass das eigentlich das Schlimmste ist, weil das halt einschießt und dann passiert es halt nochmal, wenn es dann durch Zahnfleisch durch muss. Aber das Einschießen tut wohl auch schon Hölle weh. Und weil das halt die Knochen sind, kann man da gar nicht viel machen. Außer vielleicht massieren, weil es sein könnte, dass der Schmerz vom Zahn wirklich in den ganzen Körper ausstrahlt. Also habe ich heute versucht, ihn ein bisschen zu massieren und auch immer, wenn ich ihn ablege, fängt er an zu brüllen, was natürlich auch wahrscheinlich den Druck erhöht, denke ich mal, auf die Zähne und dass er deswegen lieber gerade sein will. Also im Tragetuch ist er immer total zufrieden, aber das Einschlafen hat heute Morgen nicht so gut geklappt und deswegen schläft er jetzt endlich. Ich habe jetzt gerade Lianas Tofu-Würstchen in der Pfanne gemacht, weil wenn André die auf dem Grill macht, sagt sie immer, dass sie ihr zu hart sind. André grillt aber alles andere für uns draußen und dann essen wir gleich. Ich habe schon die Seetasche gepackt, für alle eine Badehose. Ben wird heute das erste Mal in einen See gehen. Ich habe den Schwimmring von Liana, oh, ich muss mich die ganze Zeit kratzen, ich habe einen Mückenstich da hinten. Ich habe den Schwimmring von Liana, den, wo man das Baby so reinlegen kann, mit und bin gespannt, ob es nicht zu kalt ist, aber in unserem kalten Pool war er auch und wollte unbedingt rein. Ich habe nur so die Fußspitzchen reingehoben und da war er total aufgeregt und wollte ganz rein. Also mal schauen. Und mal schauen, ob ich das mit der Kamera irgendwie festhalten kann, weil wenn am See halt viel los ist, viele Leute, viele Kinder, dann kann ich da halt nicht vloggen. Aber mal schauen. Jetzt vloggen wir erst noch ein bisschen hier zu Hause. Ich zeige euch jetzt mal, was André da gerade so grillt. Da ist er, mein Göttergatte. Und grillt. Würstchen für André. Und was ist das da hinten? Ein Steak? Hm? Ah, er hört mich gar nicht. Was hörst du da? Ach so, du telefonierst. Mhm. Ich habe gedacht, du schaust was. Das ist Rindersteak. Rindersteak, ein... Heute. Butter. Ein Gemüsespieß, Tofu-Hacksteaks und Schafskäse. Genau. Ich habe gestern noch Blümchen bekommen von einem Freund von André. Der kam gestern Abend zum Playstation spielen und hat mir noch Blümchen gebracht. Und Liana, hört ihr im Hintergrund, darf gerade ihre Paw Patrol-Folgen anschauen. Und noch ein Geburtstagsgeschenk von meinem Bruder. Mein Bruder ist ja Veganer seit vielen, vielen Jahren und freut sich natürlich, dass ich jetzt auch langsam in die Richtung gehe. Ne? Ich bin ja noch weit davon entfernt, ein richtiger Veganer zu sein und ist immer noch eher viel vegetarisch, aber er hat mir dieses Buch geschenkt, Vegan-Klischee AD, wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu pflanzlicher Ernährung von Nico Rittenau. Bin ich super gespannt auf dieses Buch und freue mich drauf, das zu lesen. Habt ihr das auch, dass am Wochenende irgendwie alles komplett anders läuft? Also ja, wahrscheinlich bei jedem. Aber bei uns ist es echt extrem. Also wenn ich jetzt, seit wir wieder den normalen Alltag haben und André arbeiten geht, habe ich einfach meinen geregelten Alltag und ich weiß, wann ich vlogge, ich weiß, wann ich Mittagessen koche, ich weiß, wann die Kinder schlafen. Und am Wochenende ist immer alles so durcheinander und ich habe das Gefühl, dass das nicht so gut ist für uns alle, weil irgendwie alles anders läuft und alles später wird und ja, aber... Eigentlich sollte man am Wochenende einfach nur entspannen und sich gar keine Sorgen darüber machen. Wer Hunger hat, holt sich was zum Kühlschrank. Und ansonsten kann ja auch mal was liegen bleiben am Wochenende. Ich habe ja sonst nie was zu tun, ne, unter der Woche.
Listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need is here with you. This place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. So, meine Lieben, wie ihr gesehen habt, waren wir jetzt gerade am See. Das war der Rusterbacker See, der ist hinterm Europapark. Der ist so ein bisschen versteckt. Viele wissen gar nicht, dass es in Rust einen See gibt. Also vor allem die, die in den Europapark kommen, wissen das nicht. Und wenn es schlechtes Wetter ist, andersrum, wenn es gutes Wetter ist, also sehr heiß, dann kann ich euch sehr empfehlen, da mal reinzuspringen. Es ist ein sehr schöner, kühler See, gerade auch für Kinder super, weil man da so einen flachen Eingang hat. Und die Kinder da super selber planschen können. Und ja, war sehr, sehr schön. Die fahren jetzt mit ihrem Auto, Schatz. Weißt du, wir passen nicht alle in ein Auto. Wir fahren nämlich jetzt in den Biergarten, in dem wir schon letzte Woche waren. Weil ja, der hat uns sehr gut gefallen. Der ist in Riegel. Ein sehr schöner Biergarten. Ich muss da jetzt kurz anrufen, reservieren, weil samstags könnte voll werden. Wir treffen uns dann dort. Das ist ein Museum. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in Riegel und wir gehen jetzt gleich in den Biergarten, wollen aber uns noch kurz dieses Gebäude anschauen, weil das ist die alte Brauerei. Also hier wurde das Riegler Bier gebraut und irgendwann hat es jemand gekauft und hat dann aber keine Brauerei mehr gemacht, sondern ein Immobiliengeschäft daraus gemacht und hat halt jetzt ganz viele richtig coole Lofts in diese alte Brauerei bauen lassen oder renovieren lassen oder umbauen lassen. Und eine Kunsthalle ist drin. Also ein sehr, sehr interessantes Gebäude. Wir zeigen es euch mal kurz. Das ist die Kunsthalle hier vorne. Also da drin ist ein Museum. Ja. Schau mal, Liana, das ist ein Turm, wie bei Rapunzel. Ne? Weißt du noch, Rapunzel wurde oben im Turm gefangen und hat dann ihren langen Zopf raushängen lassen. Und so ein Turm war das. So, und hier sind jetzt diese Lofts. André wollte auf Russisch vloggen. Komm, mach mal, Schatz. Chris kommt auch gleich. Und hier hat man direkt von den Lofts den Ausblick auf den Fluss. Ein Flussarm vielleicht? Ist das der Rhein oder ist das ein Nebenarm? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Wasser, direkt von den Lofts aus. Sag das bitte nochmal. Das ist Elz. Nee, was du davor gesagt hast. Wochenfluss. Ob das ein Wochenfluss ist? So blöd. Alles die Elz? Ich hatte Wochenfluss, ja, zweimal. Die Elz, okay. Die Elz. Also ich lag gar nicht so falsch, es ist zwar die Elz, aber es ist ein Nebenarm vom Rhein. Was? Ja, kannst du runter. Kannst du runtergehen. Schaut mal, und hier sieht man jetzt diese Balkone und unsere bescheuerten Freunde. Da sieht man das alte Gebäude. Das ist, glaube ich, das Brauereigebäude. Aber ja, ich könnte euch jetzt alles erzählen, ich habe nicht wirklich Ahnung. Fights here every Friday night.
Okay, die Seite sieht viel, viel interessanter aus. Ich glaube, das ist jetzt der Brauereiteil. Oder halt, ne? Also so der Hauptteil. Liantin will schon in den Biergarten Pommes. Wir laufen noch einmal da nach hinten und dann gehen wir in den Biergarten, okay? Hier ist... Ah ja, das ist das Bierhaus. Schau mal, Schatz, hier Grönenbräu-Riegel. Hausbrauerei. Genau. Ja, Papi. Hier macht man das Bier, Papi. Oh ja, hier ist wirklich schön. Schau mal, es sind so kleine Türmchen oben drauf, Liana. Siehst du das? Kleine Türmchen auf dem Haus. Sieht aus wie ein kleines Schloss. Ganz oben drauf ist ein Storchennest. Ganz, ganz oben auf dem Turm. Siehst du das? Oh, ich würde jetzt gerne mal in so ein Loft reinschauen. Das ist bestimmt richtig toll. Ich habe aber im Internet schon Bilder gefunden, wie die Lofts aussehen. Richtig hohe Decken. Das finde ich ja, das war immer mein Traum. So ein Loft mit ganz hohen Decken. Wolf. Stimmt, ein Hund oder ein Wolf. Kunst aus Ton. Also ja, wirklich, wirklich coole Gebäude, bestimmt coole Wohnungen, alte Brauerei, alte Riegler Brauerei. Aber ja, man müsste jetzt mal lesen, was genau wo war und was dazu gebaut wurde, das ist echt cool. Also hier sieht man jetzt sogar, dass man die Lofts mieten könnte. Man kann sich hier melden, wenn ihr Interesse habt, hier rieglerlofts.de. Und auf der Seite seht ihr bestimmt auch dann die Lofts. Ein kaltes, leckeres Bierchen. Und Lianas Lieblingsgetränk, Orangina. Die sieht toll aus. Eine Schildkröte. Guten Morgen. Oh Gott, ich bin gerade erst aus dem Bett gefallen. Noch mit Wimperntusche auf den Augen. Wir sind gestern eingeschlafen. Also wir waren ziemlich lange in dem Biergarten, bis glaube ich 9. Und bis wir zu Hause waren, war 9:30. Die Kinder haben zwar durchgehalten, aber waren innerhalb von 2 Minuten beide im Bett. Also mit Zähneputzen, mit Umziehen und so ging es bestimmt länger. Aber sie wollten direkt hoch. Liana wollte direkt ins Bett, was sehr selten vorkommt, dass sie freiwillig ins Bett geht. Und das Einschlafstillen bei Ben ging eine Weile und deswegen bin ich auch volle Kanne mit eingeschlafen. Ich habe so viel auf meiner Liste gehabt, dass ich abends noch machen möchte. Den Vlog fertig drehen und schneiden, weil gestern konnte ich irgendwie nicht so viel vloggen oder habe nicht so viel gevloggt. Dann musste ich noch ein bisschen Büroarbeit machen, die Küche aufräumen, das ganze Seezeug auspacken. Und also ich hätte viel zu tun gehabt, bin aber einfach mit eingeschlafen mit den Kindern und bin echt jetzt hochgeschreckt, weil wir hatten wieder eine Nacht, wo wir komplett durchgeschlafen haben, was natürlich fantastisch ist. Aber ja, ich bin richtig erschrocken heute Morgen, wo ich gedacht habe, hä, warum schlafe ich, warum bin ich eingeschlafen, wie viel Uhr ist es? Der kleine Ben ist dann aufgewacht jetzt um 7:30, also auch echt lange, 7:30 Uhr, genau. Lianchen schläft sogar noch, also es war eine sehr erholsame Nacht. Wir werden heute bestimmt auch wieder was machen, einen Ausflug oder so, weil es ist Sonntag und André hat noch frei. Ich werde den auch gleich zum Bäcker schicken, dass er uns ein Frühstück holt. Gestern habe ich ein schönes, großes Frühstück für uns gemacht mit vielen, vielen Dingen, die wir noch im Kühlschrank hatten. Aber jetzt haben wir kein Brot, kein Toast, keine Brötchen. Deswegen muss er nachher irgendwas holen zum Frühstück. Aber André wird bestimmt auch ausschlafen, weil ja... Am Wochenende, ne? Wenn er dann mal nicht um 6 aufstehen muss, dann nutzt er das natürlich aus und das sei ihm auch gegönnt. Liana war so happy an dem See gestern. Habe ich euch das gestern schon gesagt? Das war der Rustersee, also wirklich in Rust beim Europapark. Hoppala! Hey, Ben dreht sich jetzt schon wieder zurück.
manchmal noch ein bisschen grob, kommt der Kopf so rum, aber er dreht sich jetzt auch schon von Bauch auf Rücken. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt dieses Video schneiden und versuchen, das fertig zu bekommen, bevor Lianchen aufwacht. Ich mache mir jetzt erst einen Kaffee. Und genau, wenn André dann aufwacht, frühstücken wir. Aber das bekommt ihr dann im nächsten Vlog. Danke, dass ihr da wart. Bis ganz bald. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?